Willkommen zum Finale von Command & Conquer, die Stunde Null, Zero Hour. Die Generalsherausforderung. 125 Videos dürften es ungefähr sein jetzt. Und wir werden sehen, ob das wirklich das Finale ist. Es ist... Nein, es gibt doch noch einen Dr. Twex. Ah, was soll der denn jetzt noch? Ich dachte, ich kann jetzt zum Finale übergehen. Es zieht sich immer mehr. Ja klar, der ist gefährlich mit seiner Säure gegen Infanterie. Das stimmt schon. Dann werde ich wohl ein paar Helixe bauen müssen. Ich habe mich voll darauf eingestellt, jetzt gegen Liang anzutreten. Das Finale am Arsch. Das ist jetzt ungewohnt, unerwartet. Die zweite Kampagne, wo es mehr gibt als nur 7 Missionen. Das sagt einem auch keiner vorher. Cool, aber dann haben wir mehr Content, was ärgere ich mich überhaupt. Das wäre jetzt so schön gewesen, genau 125 Videos. Dann halt nicht. Ich dachte auch ursprünglich mal, ich komme auf 120 Videos und dann gab es schon mal irgendwelche Komplikationen. Also, alles egal, was. Die Anzahl der Videos spielt ja gar keine Rolle. So, genau da. Jetzt bin ich gespannt. Ich muss die auf jeden Fall in die Bunker schicken. Damit ich mich ein bisschen sicher fühle. Aber unsichtbar könnte er sich auch machen, aber macht er, glaube ich, nicht. Ich sehe sie. Ja, auch. Nee, der ist nicht der Tarn-General. Das war der andere. Kassat. Zwei davon noch. Und dann bauen wir hier noch einen Bunker hin. Da bin ich immer so schlecht geschützt von der rechten Seite. Lautlos, aber verheerend. Und vielleicht machen wir da noch einen hin. Und dann links oben noch ein. Ich muss mich vor den Skat-Sturm natürlich noch vorbereiten. Darf ich nicht vergessen. So, ich glaube, der hier unten, den konnte man leichter einnehmen. Und dann gab es noch, unsichtbare Sprengfallen. Das ist immer so eine Sache. Aber erstmal holen wir uns das. Ja, ja. Stimmt, mit so einer Scheiß... Giftbombe kommt er irgendwann auch. Darf ich nicht vergessen. Die sind echt ineffektiv geworden jetzt, weil der Feind Säurewaffen hat, wie ich gerade feststelle. Wie soll ich mich dagegen verteidigen? Mach ich. Ich brauche auf jeden Fall eine Waffenfabrik. Ja komm, ich stelle mal direkt daneben. Sieht doch toll aus. Oh, da kommt schon jemand. Aber dagegen konnte ich mich wehren. Aus dem Bunker heraus sind die dann schon ganz wirksam. Oha, da kommt es einfach vorbei. Zum Glück kann ich mich hier oben noch wehren. Ey, nicht immer auf meinen Bulldozer. Ich hasse es. Die machen das immer wieder. So, ihr geht da noch hier rein. Brauche ich hier noch einen Schutz? Ich brauche Drachenpanzer. Einen zumindest. So, das wird nicht reichen an Verteidigung hier. Da brauche ich auch noch ein bisschen was. Puh, ein bisschen durchatmen. Propagandazentrale bauen wir mal dahin. So, ich habe einen Drachenpanzer. Der stellt sich hier in die Lücke. Ob das reicht? Hier links fehlt mir noch ein Bunker. Da hätte ich auch noch ganz gerne einen. Da kommt nämlich irgendwann ein Vierlingsgeschütze und so ein Kram. Oh ja, wann kommt der Skat-Sturm, ist die Frage. Der kommt ja auch irgendwann mit Nukleargeschützen. So weit kommen meine Bunker nicht. Also ich brauche auch hier so ein... sowas da. Sobald ich es bauen kann. Ja, und wenn der Bohrturm angegriffen wird, kann man halt nichts dagegen machen. Es sei denn, ich schicke die hier in die Gebäude rein. Aber das wird nichts. Das wird nichts. Das läuft nicht. Das findet nicht statt. Hat man das nicht so bei der Bundeswehr immer gesagt? Infernalgeschütz.
Und dann hätte ich gerne ein Webzentrum. So an der Stelle. Wo soll ich die Atomraketen hinbauen? Auf die linke Seite. Ja, hier noch. Wollen Sie mal riechen? Bisschen Danach riechen Sie was. nichts mehr. Ja, das klappt aber bis jetzt ganz gut. Noch sind sie auch nicht mit Panzern oder Fahrzeugen rausgekommen. Das macht mir dann keine Angst. Ja, dich brauche ich eventuell später noch. Als Notreserve. Wenn die echt mit diesen doofen Nukleargeschützen ankommen. Ich Wenn sich wollte die Flugfeld bauen Säurelage des eigentlich. Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Wie wäre es mit einem Zeichen des guten Willens, einem Gegenmittel zum Beispiel? Ja, ich wollte gerne den Bordturm da oben einnehmen, aber es hat wohl keinen Sinn. Später vielleicht, aber dann Sie brauche ich haben nachher fast keine eigentlich nicht mehr. Ressourcen mehr, General. Ich fürchte, Stimmt jetzt können Sie mich eigentlich. nicht mehr aufhalten. Dann kann ich mit dem Großartig. Bordturm eh nichts anfangen. Dann die paar Sekunden, die ich ihn habe, für die Zeit ist er gut. So, haben wir irgendwann mal Geld für ein Bord, für ein Bordturm. Für eine Atomrakete. Wäre ganz toll. Wenn er irgendwann hier mit Atom-LKWs kommt, bin ich Wollen Sie gespannt, mal was passiert. Medizin kosten? So, den Bordturm noch und dann können wir da was bauen. So. Leider kein verbesserter Atomreaktor. Stellen wir hier noch neben dran. Ist jetzt noch alles gut? Ich speichere mal zwischen. Ich habe lange nicht mehr gespeichert. Das ist immer sehr fahrlässig. Und ja, jetzt kommt ein Feelingsgeschützen. Jetzt, wo ich gerade überlegt habe, ob ich nicht angreifen sollte, die Wie Stellung lange da. können Sie die Luft anhalten? Aber lieber mal nicht. Und nebenbei kann ich dann Hacker holen. So viel ich mir halt leisten kann. Riechen Sie das? Nein. Wenn er irgendwann aus der Luft kommt mit der blöden Giftgasattacke, dann verliere ich hier vielleicht die zwei Panzer, zwei Bulldozer. Okay, aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Bevor ich hier 1000 Gatling-Geschütze hinbaue, habe ich irgendwie keine Lust darauf. Naja, oder halt, wenn ich hier genug Minigun habe, sollte das auch eigentlich auch ausreichen. Aber so viele wollte ich nicht bauen, wegen der blöden Chemie, die dann alle gleichzeitig kaputt macht. So, den habe ich. Vor seinem Scud-Sturm jetzt. Sehr gut. Und jetzt würde ich halt gern irgendwie ein Flugfeld noch bauen. Da passt es sogar hin. Sehr schön. Bisschen knapp an der Grenze, aber ich hoffe, das passt. Der hält hier die Stellung, bis die wieder den Bordturm angreifen. Das machen die ja irgendwann, das ist klar. Rein da. Auch Geld, ganz viel Geld. Und das nehmen wir noch. Alles upgraden, auch wenn man nicht immer den Sinn dahinter versteht, aber schaden kann es ja eigentlich nicht. Stimmt, so ein Helix kann auch so ein Flugzeug abschießen. Das könnte echt hilfreich sein. Die Mix hingegen. Lass mich überlegen wegen der Stinger-Stellung da. Sind Sie bereit für eine Chemiestunde? So. Mehr davon. Da hilft sogar mal die Artillerie aus. Wenn ich einen flexiblen Helix habe, dann fühle ich mich schon mal relativ sicher. Ich So müsste schlimm noch ist es gar ein nicht. 3-Sterne-General Entspannen Sie werden. ein bisschen. Das ist alles. Ede. Ja, sehr schön. Und die lassen sich schön abschlachten. So habe ich mir das vorgestellt. Schön da wieder in Sicherheit gehen. Aber als nächstes kommt wahrscheinlich ein Wo habe ich nur Feelingsgeschütz. die Das wird dann ein Chemietrockenstation Problem. gehabt? Oh, genau. Habe ich Scudwerfer mit diesen Nukleargeschützen verwechselt. Lustig. Aber die habe Atmen ich Sie vor gemeint. dem Ist ja klar. nächsten Angriff nochmal tief durch. So, zwei noch. Dann ist zumindest das Webzentrum voll. Sehr gut. Mit Helix macht es schon Laune. Aber die Hubschrauber der Amerikaner gefallen mir eigentlich mehr, aber da können auch keine Leute transportiert werden. Du bist ja lebensmüde hier, oder was? Was sollte das denn jetzt werden? Alter Schwede. Fliegt er einfach los. Ja, geh da mal rein. Geh du da mal rein.
Und dann die übliche Kombi. Ja, er ist ein bisschen außer Gefecht gesetzt, ne? Dann bestücken wir gleich mal die Hubschrauber. Dann sind sie wieder sehr effektiv. Ich habe nur Angst vor der Stinger-Stellung. Ist echt schade, dass sie keinen Propagandaturm bekommen. Was sie aber noch bekommen dürfen, ist das hier. So Kram. Bevor ich das vergesse. Wie kommst du denn darauf? Du verlierst hier deine Truppe gerade. Jetzt sollte ich mal langsam 3 Sterne. Jawohl. Perfekt. Reichen 2. Müssen wir ausprobieren. Es bleibt halt immer ein Loch übrig. Das nervt. Ich probiere es erstmal mit 2. Du bist doch lebensmüde. Du bist doch gar nicht dafür eingeteilt. Du bist dafür nicht eingeplant. Du sollst das nicht machen. Oh oh, jetzt kommen sie da. Aber ich bin vorbereitet. Bis irgendwann ein scheiß Bomben-LKW nervt. Aber so geht das. Der Bohrturm ist jetzt auch nicht mal so wichtig. So, jetzt können wir da reingehen mal. Alles voll. Boah, der muss jetzt echt stark sein. Ich nehme noch einen zweiten, bevor ich hier angreife. Sie haben meine Experimente gestört. Das werden Sie noch bereuen, General. Und der steht da nur dumm rum. Soll er mal irgendwo anders hingehen? Wenn da irgendwann der Giftgasangriff kommt, dann soll er möglichst weit wegstehen. Und tschüss, General. Das habe ich befürchtet. Kannst du dich dagegen wehren? Natürlich nicht. Einheit verloren. Egal, ist nur ein Bohrturm. Nur ein lumpiger Bohrturm. Mal gucken, wie weit... Oh, da sind 2 Fehlingsgeschütze auch noch. Das ist doof. Hey, wieso schießen die nicht? Dankeschön. Es hat ein bisschen lange gedauert. Mein Bohrturm ist übrigens hinüber, aber egal. Jetzt schießen sie. Die waren irgendwie vom Bohrturm. Verwirrt, habe ich das Gefühl. So, alle drin. Perfekt. Dann warten wir kurz, bis wir den Scudsturm einmal zerstört haben. Es verzögert sich immer wieder. Oh, wir sollten hier mal vielleicht mal reparieren. Ja, damit war zu rechnen. Vielleicht müssen wir das nicht zulassen. Tudum. Jetzt Feuer, ja gut. Es wird verheerend. Es braucht immer einen Moment, um sich zu entfalten. Ja, das muss nicht mehr repariert werden. Alles gut. Oh, da kommt jemand. Guten Tag. Nein, warten Sie. Wird es nicht. Jo, wir speichern nochmal und dann bin ich gespannt, ob die Artillerie reicht. Der ist wieder so lebensmüde hier. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Ihre Atomrakete macht uns nur noch stärker, General. Wollen Sie das? Greift ruhig an. Ich bin bereit. Der Waffenhändler rechts interessiert mich wahrscheinlich wieder nicht. Den hole ich erst ganz am Ende. Und ja, perfekt. Dann kann ich, naja, das brauche ich eigentlich nicht, denn die sind nicht so effektiv hier. Also was soll ich denn sonst holen? Das hier. Kann ich das endlich mal holen, damit die direkt befördert sind. So, ihr seid 1. Mal gucken, wie weit ich schon mit 2... Oh, da kommen jetzt ein Bomben-LKWs. Da kann man nichts gegen tun, leider. Oh, speichern wir mal hier. Vielleicht kann ich einmal so angreifen, bevor ich meinen ganzen Minen gehen kaputt. Bevor ich mit den Helixen losgehe. So, haben wir da Ruhe. Kann man in dem und... Hä, wer sind sie denn? Lautlos, aber verheerend. Kriegt er die alle klein? Die werden sich auch nicht groß. Sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Jetzt noch schnell die Stinger-Stellung komplett vernichten. Dann können die hier auch eventuell das Flugzeug abfangen, das dann irgendwann mit der Giftbombe kommt. Das war der Plan.
So läuft das. Jetzt habe ich beide Bohrtürme verloren, aber was soll's. Ist ja nicht entscheidend. Wenn die Helixe auch irgendwann mal befördert wären, dann könnten die sich auch heilen. Das wäre viel wichtiger, als dass die drinnen zuerst befördert werden. So ist's recht. Entspannen Sie sich. Lass mich überlegen. Ich glaube, Helixe ist das Einzige, was ich brauche. Denn Infanterie alleine kommt ja nicht weit. Ich kann natürlich noch ein bisschen davon. Die waren ja auch immer sehr effektiv. In Verbindung mit Helixen, die dann die Luft abdecken, ist das alles gut. Das Gewitter beginnt. Nicht zu nah ran, da oben ist eine Dingerstellung. Manchmal sind die ein bisschen zu euphorisch. Halten Sie meine Chemiewaffen nicht auf. Nee, aber was soll ich denn sonst machen? Was war denn das für einer? Etwa ein Infiltrator? Da habe ich aber Angst. Da habe ich aber Angst. Der stört mich hier echt mal nicht ausnahmsweise, weil ich so wenig Panzer habe. Bis jetzt zumindest. Da könnte ich ja doch im Osten angreifen, aber ist mir erstmal egal. Soll ich das mal kaputt machen? Das nervt mich eigentlich. So. Ach Moment, ich muss den erstmal im Bunker gehen. Ne, die können jetzt schon rein, komischerweise. Aber dann können sie nicht schießen wahrscheinlich. Dann sind sie nur Transportware. Und können nicht rausschießen. Tada. Bin gespannt, ob die zwei Helixe ausreichen dann. Als Verteidigung. 5-Sterne-General. Im Prinzip kann ich das dann schon noch holen. Also was soll ich denn sonst nehmen? Das will ich eigentlich nicht. Hauptsache ich verliere keinen. Ah, eins nehme ich da auch noch von. Wen habe ich denn verloren? Irgendein Flugzeug oder was? So, vielleicht komme ich jetzt echt mit denen bis in die feindliche Basis, das wär's doch. Ah, da habe ich eine Artillerie verloren. Die wollten sie wohl nicht lassen. Und guck mal, dann habe ich was für euch. Je länger sie warten, da ist eventuell auch eine Sprengfalle. Die sind jetzt direkt befördert. Wunderschön. So ein Horchposten kann auch nicht schaden. Was wollen Sie denn mit diesen Vorräten? Sie sind noch nicht bereit. Er meint die hier. Aber ich brauche die gar nicht. Oh, du siehst nicht gut aus. Geh mal da zurück. Du bist noch ganz okay. Verstärkung naht. Keine Sorge. Oha. Oha. Der Infiltrator hier wieder. Der Kommando der Terroristen. Aha, kommen sie da. Ich würde direkt die Stingerstellung angreifen, aber jetzt lieber noch nicht. Dauert schon einen Moment, die Mission. Da kann man nicht einfach so durchstürmen. Er hat noch nicht einmal mit der Giftgasbombe angegriffen, glaube ich. Oh, oh, Vorsicht. Vorsicht, Jungs. Aber das haben wir gut gelöst. Denen geht es noch ganz gut. Ich glaube, denen geht es zu gut hier. Oh, da kommen sie. Kriegen wir das hin? Ja, wie geil die einfach mal sind. Das ist mal die beste Luftabwehr. Da bin ich zufrieden. Wunderschön. So kann es sein. Bleiben. Oh, mein Bulldozer wurde gestohlen. Da habe ich aber jetzt... da bin ich jetzt aber unzufrieden. Kommst du da raus noch? Und dann zerstören wir mal wieder einen Scud-Sturm. Oh, zu dritt haben die überhaupt keine Chance, die Gegner. So macht's Spaß. Das ist ganz lustig. Jetzt habe ich sogar noch eine bessere Artillerie, aber komm. Nehmen wir trotzdem. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Oh, da hat er jetzt Angst, ne? Riechen Sie das? Nein. So, wir können gleich im Prinzip loslegen. Weg damit. Gehe ich wieder hier hinten rum, oder? Das war doch eigentlich egal mit den Helixen.
Ich habe nur Angst mal wieder vor diesen hier. Mit solchen Häusern. Hoffentlich kriege ich die kleinen. Eigentlich wollte ich die Stingerstellung angreifen. Damit. Ja, schönes Feuer auf sich gelenkt, das Flugzeug. Sehr schön. Sie haben also den Fluss überquert. Langsam wird dieser Krieg interessant. Ein Gebäude hat es überlebt. Die Zivilgebäude sind echt am schlimmsten. Ich würde die ja dahin schicken, aber die sind sofort tot. Wegen der blöden Chemie da. So. Noch zwei davon, bitte. Das macht doch Spaß damit. Und es passen auch immer genau 8 rein. Schön in der Kombi. Bald sind alle befördert. Das muss sehr deprimierend sein, hier immer reinzukommen und sofort abgeschossen zu werden. Oh, die wollen unbedingt meinen Bulldozer. Macht nichts. Wobei die ziemlich teuer sind dafür. Einfach nur ein Fahrzeug zu übernehmen, da gibt es billigere. Aber die kann ich nicht mehr bauen. Ich wollte eigentlich einmal oder zwei zur Reparatur schicken. Weil die halt leider einfach nicht, sich selbst reparieren. Die müssten sich mal befördern irgendwann. Aber bis die mal zum Schießen kommen, machen die Leute da drinnen schon den ganzen Job. Oh, es wird kritisch. Da kommen noch ein paar rein. Gut, dann schicke ich doch da noch ein paar welche rein. Sonst habe ich damit eh nichts zu tun. Atmen Sie vor dem nächsten Angriff noch mal tief durch. So, wieder nach oben. Sehr gut. Da rein. Moment, du brauchst noch einen Bunker, oder? Hoffentlich kann man das auch hinterher machen. Und zack. Also das ist auch so wirkt, als wäre es ein Bunker und die auch schießen können. Was ein Gemetzel. So, geht da mal schnell rein. Da seid ihr sicher. Schade, dass da nicht mal auch Panzerjäger dabei sind bei den Fallschirmtruppen. Habe ich schon mal erwähnt, glaube ich. Oh, ganz was Neues. Da ist noch einer übernommen worden. Das geht aber gar nicht. Vielleicht baue ich da einfach mal ein Gatling-Geschütz und dann habe ich davor meine Ruhe. Ihr Stützpunkt ist wirklich groß, General. Noch ein Atomreaktor. Ich glaube, ich habe die Sprengfalle erwischt. Deswegen ist da so viel Gift gerade im Rumströmen. Und so langsam kann ich dann mal angreifen. Man muss es ja nicht unnötig verzögern. Zack, du gehst darauf. Das ist das Einzige, wovor ich ein bisschen Angst habe. Und ihr geht nicht da rein, sondern hier rein. Damit ich den blöden Infiltrator mal das Wasser reichen kann. Einheit verloren. Ja, das ist das unwichtige Flugzeug gewesen. So, machen wir das kaputt. Sieht doch gut aus. Die können ja nicht viel machen. Lass die einfach vorbeifahren. Nur das Wichtigste kaputt machen, bitte. Da kommt jemand raus. Ja. Aber stört mich nicht. Boah, sind die stark. Heftig. Und ich muss auf diese Chemie nicht achten, denn die kann mich nicht behelligen. In der Luft. Ich finde die schon mega übertrieben. Ich hole mal noch zwei davon. Das macht Spaß mit denen. Dumm. Ich habe die auch in der normalen Kampagne mal eingesetzt. Ich erinnere mich. Bei einer ganz schwierigen Kampagne. Die letzte. Ja, jetzt haben die schon... Oh! Stark, ja, aber die sind trotzdem verletzlich. Wie man sieht. So, ich will dann auf jeden Fall mal oben rumgehen. Die Artillerie und die Atomrakete brauche ich leider immer noch. Für anderen Kram. Wollen Sie mich angreifen oder haben Sie Angst vor dem, was Sie oh, das hat gerade so gepasst. Aber alles gut. So, nach vorne.
Bunker. Bunker. Der wird repariert. Danach kann er auch irgendwie nach vorne gehen. Der bleibt hier stehen als letzte Absicherung. Wobei das auch nicht wirklich notwendig ist. Ich habe da doch einen Bunker. So, alle da, sehr schön. Rein da. Und nochmal dasselbe, bitte. Du kommst da oben dazu. Ja, dann machen wir doch mal wieder einen Skatsturm kaputt. Lange nicht mal gemacht. Lustig ist das. So. Mal gucken, wie weit ich mit den vier komme. Die sind jetzt Gruppe 1. Halbe Stunde gleich um. Ich glaube, die überleben es nicht unendlich lange. Aber man muss halt gucken, wie weit man kommt. Da hätte ich jetzt erstmal mein Flugzeug wieder draufschicken können, aber jetzt habe ich keine Lust darauf. Es wäre aber wahrscheinlich besser gewesen. Oh ja, das wäre es. Gehen wir schnell reparieren. Jo. Oh, der ist langsam geworden jetzt. So, machen wir das kaputt. Sind die ein bisschen geschwächt zumindest. Zumindest theoretisch. Ich glaube, das macht ihm nichts, dass er jetzt da keine Geldreserve mehr hat. Das noch weg. Brauche ich nämlich. Oh, ich habe aber wenig Geld. Warum habe ich so wenig Geld? Weil ich so wenig Hacker gebaut habe. Ich habe nur die 10 im Webzentrum. So wenig habe ich selten. So, ihr könnt da noch rein. Da ist er endlich da zum Reparieren. Wundervoll. Der kann da noch hinkommen. Ja, die bauen halt immer wieder neuen Kram auf. Komme ich da hin? Der muss gleich zur Reparatur. Ich sehe schon. Aber hier ist kein Phoenix geschützt. Doch, da kommt eins. Geh dich doch mal reparieren. Und du kümmerst dich dann um den Kram. Alleine schaffst du das auch. Und gleich kommt ja hier ein bisschen Unterstützung. Vorsicht vor dem Phoenix geschützt. Das ist gefährlich. So. Das Gewitter beginnt. Gut. Jetzt, ja, da kommen sie wieder von rechts. Oh, Kacke. Da sollte ich vielleicht doch mal irgendwie was machen irgendwann. Mir fehlen einfach noch ein paar Helixe. Dumm. Die kann man auch nicht weiter groß upgraden hier. Kann mit Abwehreinrichtungen und Napalmbomben bestückt werden. Am Arsch. Kann er gar nicht. Der hier nicht. Doch, hier ein Napalmbomber. Na gut. So, dann greife ich mal hier an kurz. Weil ich gerade keine Lust habe, im Norden anzugreifen. Ich befürchte, das überleben meine Helixe nicht. Da kommt er. So, mach das mal klein. Hat es schon fast so nicht überlebt. Naja, aber so ein blödes Loch bleibt halt übrig. Schießen die nicht raus? Doch, jetzt. Ich dachte schon, die wollen nicht. Die können nicht so weit schießen, wa? Ha, von unten. Zumindest sah es jetzt so aus. So, jetzt bleibst du da schön stehen. Und kümmerst dich um alles gesehen. Ja, ich würde ja meine Leute gerne hinschicken, aber die haben echt gegen Chemie ihre Probleme. Ich weiß nicht warum. Tief durchatmen, General. Mit ein paar Mix vielleicht. Noch agieren, können wir ja auch machen. Die halten sich ganz gut. Da hätte ich vielleicht doch die beiden Bohrtürme einnehmen sollen. Egal. Jetzt kommt ihr hier nicht mehr rüber. Oh, Phoenix-Geschütz, da habe ich aber Angst. Guck mal. Du kannst jetzt nicht mal wehren, groß. Ah, ich würde denen gerne hier einen Propagandaturm geben. Dann wäre ideal. Je länger
länger sie warten, desto geringer sind ihre Chancen. Noch muss der nicht zur Reparatur. Aber hier kann man noch was aufrüsten. Zack. Und zack. Selten, dass ich so viel mit Helixen arbeite. Aber es gefällt mir doch. Hältst du die Stellung? Gut, du kannst auch nicht von so einem blöden Infiltrator infiltriert werden. Er baut den Skatsturm nicht mehr nach. Endlich. Das ist doch wunderschön. Das ist mir fast zu schade, damit anzugreifen. Aber es ist es halt doch irgendwie wert. Auch wenn ich das Gebäude wohl nicht treffe. Dann habe ich hier meine Ruhe mal. Wenn sich die Säure durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Na, wo bleibt's? Weil sie mal von ganz diagonal kommt. Ey, es hat sogar das Gebäude getroffen. Schön. Natürlich haben es ein paar noch überlebt da oben, aber das ist ja nicht so schlimm. Denen versauen wir den Tag. Jetzt sind wir mal gucken. Machen wir doch ein bisschen was kaputt. Ich werde da schon nicht abstürzen, keine Sorge. Oha. Geh du mal, wenn du es noch schaffst, dich reparieren. Die anderen können es erledigen. Oh, es wäre so schön, einen Propagandaturm zu haben. Ich könnte ihn auf den Boden stellen, aber ich glaube, der erreicht die dann nicht. Die Helixe. Unsere Atomrakete ist bereit. Mach dir doch mal kaputt. Worauf wartest du, frage ich mich. Sah gerade so aus, als wäre er total kaputt, aber das war die Artilleriestellung. Jetzt kann ich schön aus der Luft auch mal so einen Kram kaputt machen. Das habe ich mich sonst nämlich nie getraut oder selten. Wir haben einen feindlichen Infiltrator geortet. Ja, und dafür habe ich jetzt meinen Gatling geschützt. Diesmal hat er keinen erwischt. Sehr schön. Oh, da schießt er mich gleich kaputt. Das war sehr taktisch klug von ihm. Schön wegfahren mit Empfehlungsgeschütz. So, kriegen wir das klein. Den kriegen wir auch noch tot. Nicht ganz, schade. Auf die traue ich mich gar nicht mal drauf. Deswegen mache ich die so kaputt. Gut, das mache ich jetzt mit der Atomrakete. Hier kann ich, glaube ich, noch drauf. Wir haben eine Atomrakete. Hätte ich nicht gemusst, auf keinen Fall. Eher hier drauf nochmal. Aber dann kommen die auch nicht auf die Idee, das irgendwann doch noch zu machen. Ein bisschen habe ich ja zerstört jetzt. Auch nicht schlecht. Einheit verloren. Das ist leider übrig geblieben. Na, kümmerst du dich nicht drum? Hatte keine Lust. Mach ich. Oh ja. Sehr entspannend. Oha, jetzt wollen sie aber mal rangehen. Na. Das war knapp. Weil die Panzerjäger nicht so effektiv sind. Und die Minigunner zu weit weg waren. Wofür habe ich die jetzt gemacht? Man weiß es nicht. Oh oh, dem geht's auch wieder nicht so gut. Die hier sind doch voll dabei. Die können doch mal vorwärts gehen. Ja, im Prinzip habe ich schon gewonnen, aber man weiß ja, es verzögert sich schon immer noch, weil es nicht so leicht ist, den letzten Tropfen aufzuschlürfen. Wir haben einen feindlichen Infiltrator geortet. Wenn er immer an der Stelle kommt, stört mich das sowas von nicht. Ich könnte mich echt hier positionieren, aber wozu? Dann verpasse ich nur das Flugzeug mit der Giftbombe. Werden die gerade gleichzeitig repariert? Das wäre ja genial, wenn das ginge. Die können hier Patrouille fliegen, aber ist auch nicht so ideal, glaube ich. Mal gucken, was sie draus machen. Wie ist die Werbung? Klug ist, was du draus machst oder so. Den Bohrturm kann ich aber nochmal einnehmen. Und wenn sie Bock haben, können sie da auch ein bisschen sammeln. Und dann machen wir sowas noch hin. Vielleicht machen wir den Radarwagen damit kaputt. Abflug! So. Her damit. Ach so, wieso ist es denn jetzt schon auch alles hier wieder chemisch verseucht? Das sollte schon längst wieder gut aussehen hier. Ne, das macht eben nichts, weil er nicht rumfährt.
Aber im Prinzip kann ich mich darum kümmern. Der ist zwar nicht mal der fitteste, aber sollte ausreichen. Ah, danach nie wieder diese Musik hören. Das ist nicht meine Lieblingsmusik. Einheit verloren. Alles gut. Ach, die Stingerstellung hat sogar überlebt. Dafür ist das Tunnelsystem kaputt. Auch nicht schlecht. Vielleicht sogar besser. Na, ich will mich nicht festlegen. Das war jetzt mal richtig knapp. Wir gehen mal schnell reparieren. Ganz schnell reparieren. Du übernimmst den Job hier. Mach ihn klein. Perfekt. Einfach hier hinstellen. Alles bewachen hier. Einheit verloren. Den Bohrturm können wir noch schnappen. Nicht, dass ich einen Helix verliere, da habe ich immer ein bisschen Angst. Vielleicht habe ich schon einen verloren und habe es nicht mitbekommen. Ich glaube eher, dass ich Mix verliere. Ja, Tatsache. Die sind, die halten nicht so viel aus. Vor allem hier der. Sollte sich erstmal voll reparieren, bevor er wieder in den Krieg zieht. Oh oh. Oh oh. Haltet die auf! Sie haben meine Experimente perfekt. Gestört. Oh, wie leicht das geht. Werden Sie noch bereuen, General. Jo, er hat nur noch seinen kleinen Stützpunkt. Meine Chemiewaffen sind sehr effektiv. Was meinst du? Du hast mich überhaupt nicht erwischt. Ja, das, der eine bleibt ja jetzt zu Hause. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich die Sache zu Ende bringen soll. Mit denen hier vielleicht. Aber ich habe keinen Bock vor den Infiltrator. Ich kann ja mal das hier kaputt machen, zum Spaß. Und was ich auch noch sehe. Die Raffinerie könnte ich mal einnehmen. Aber so wichtig ist es nicht. Ja, schon so ein bisschen. Hast du schon recht. Habe ich da nicht hoch eingeschickt? Der kam wohl nicht an. Naja, wenn ich es nicht haben kann, dann mach es kaputt, ne? Das kann man nicht angreifen, sowas geht aber gar nicht. Sowas stinkt mir. Das machen wir jetzt kaputt. Das macht nämlich ordentlich Schaden, ich weiß nicht, warum man das nicht angreifen kann. So, da hoch traue ich mich noch nicht. Ich gehe nochmal da drauf. Das ist es echt wert. Ist kein Kraut gewachsen, General. Ja, werd doch mal befördert zum Zweier. Dann wirst du automatisch repariert. So. Mal gucken, ob er es schafft. Oh ne, da ist ja noch gerade alles verseucht. Da muss ich kurz warten. Ich könnte auch einfach die Luftlandetruppen dann nehmen. Und du gehst dich mal reparieren. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Und du vielleicht auch. Schön, dass er keinen Scudsturm mehr baut. Zack, macht ihr das einfach. Überall die Chemiefabriken hier, die nerven. Hier habe ich mich wohl ganz gut geschlagen. Schicke ich da noch sowas drauf? Einheit verloren. Welche? Och nö, habe ich ja mal ein paar Sekunden nicht drauf geachtet und schon geht's hier ab. Gut, den schicken wir zurück. Der hat da nichts mehr verloren. Mal sehen, ob er wieder alles aufbaut hier. Sehr gut, so soll das aussehen. Jetzt kann ich mich dann langsam mal hinwagen. Langsam. Eigentlich nur mit denen. Hey, was mit dir? Hast du keine Lust? Horchposten, ja, höchstens für den Infiltrator. Aber ich hoffe, der kommt dann nicht da oben rechts, sondern nur hier in der Mitte. Kriegen wir schon abgewehrt. Ich brauche meine Verteidigungsanlagen eigentlich schon gar nicht mehr. Was ist denn hier passiert? Und warum? Wir brauchen eine Verteidigungsanlage, glaube ich. Habe ich da nicht gerade einen reingeschickt? Hallo? Gehst du mal da rein, bitte? Wie die sich halt immer wieder im Weg stehen. Ach, das war mein MiG.
Normalerweise bin ich nichts Gutes von Mix gewöhnt. So, holt jetzt endlich mal das. Da kann man irgendwo rein, schade. Hier kann man rein. Ja, das war's bald mit meinem Mick. So, habe ich jetzt endlich mal hier ein paar Einheiten. Ihr seid jetzt eins und kommt mal da rüber. Da schon. Holla, holla, holla. Was ist denn hier jetzt los? Weil die immer rumfliegen, wie man es gar nicht will. So, du gehst dahin. Und dahin. Fliegt der irgendwann auch mal? Du sollst hier hin, Junge. Du kannst doch nicht mehr laufen. Du kannst nur noch fliegen. Also, was ist denn das Problem? Ich würde es lieber damit machen, da kriege ich vielleicht beide kaputt mit. Dann kann man mal eine Kaserne kaputt machen. Und mit der Atomrakete kann man eh nichts anfangen hier. Nichts Wirksames. Ja, das ist doch optimal gelaufen. Und da kommen schon die Verstärkung. Alles gut. Das noch kaputt machen. Ah! Noch eine Stingerstellung, die ich übersehen habe. Okay. Da schicken wir mal die drauf. Wir haben eine Atomrakete gestartet. Wobei ich da auch jetzt meine Artillerie hätte nehmen können. Aber jetzt aus Prinzip mache ich mal das ein bisschen deftiger. Bestraft sie, genau. So soll es sein. Oh, jetzt konnte das schief gehen mit den Phoenix-Geschützen. Weg da, Junge. Er hat es überlebt. Ich bin begeistert. So, Vorsicht. Und jetzt bitte hier weg. Je länger sie warten, desto geringer sind ihre Chancen. Genau da saß der hin. Wie sie es immer wieder versuchen. So, aber noch läuft das. Lasst euch nichts bieten hier. Dankeschön. Da ächzt er nach Hause. So, ihr wart eins und jetzt kann man ja vielleicht mal was tun. Er hat ja keine Flugzeuge, gell? Also muss ich da nicht unbedingt Cyborgs, Minigunner hinstellen oder Panzerjäger, die in die Luft schießen. Im Prinzip müsste ich das mit der Artillerie wie sonst auch immer schaffen. Warum nicht? Oh, oh, jetzt, das könnte ein Problem werden. Ja, toll. Immer auf den einen, der Arme. So, direkt durch oder irgendwie aufs... Ne, ich muss direkt durch. Ach nee, das ist doch scheiße. Hat er den kaputten genommen? Nein, natürlich nicht. Er hat einen komplett gesunden genommen. Aber den holen wir uns gleich wieder. Oh. Oh. Ich glaube nicht, die machen sich selber kaputt. Wegen dem Wind. Das ist unglaublich. Oh, Vorsicht. Ey, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Das kann doch nicht wahr sein alles. Das gibt's einfach nicht. Kriegen wir das klein, bevor es wieder aufgebaut ist? Ich weiß noch nicht ganz, wie ich den angreifen soll. Vielleicht mit Drachenpanzern? Ich war doch sonst immer so begeistert von der Artillerie eigentlich. Einheit verloren. Ich glaube, ich brauche noch eine Atomrakete. Die könnte den entscheidenden taktischen Vorteil bringen. So, da noch was hin. Aber die hat auch immer dann Nerv mit ihren Angriffen. Riechen Sie das? Nein. Nö, tu ich nicht. Greif da mal an. Die Stingerstellung steht übrigens wieder. Toll. Solange sie hier nichts wieder aufbauen. Einheit verloren. Welche Einheit? Weil ihr euch schön abschlachten lasst, ihr Idioten. Jetzt habe ich nur noch eine Artillerie. Die kann nicht mehr so viel ausrichten. Aber vielleicht ist das auch ein bisschen besser im Handling dann.
Man kann das ja einreden. Aber solange die, bis die wieder mit Infanterie kommen, dann habe ich ein Problem. Aha. Wieso werdet ihr eigentlich repariert? Hat er das Upgrade gekauft? Nee, bleib mal schön hier. Geh mal da drauf. Das ist ganz gut. Ich habe übrigens noch eine Atomrakete bekommen. Ich hätte gern noch eine. Dann machen wir das eben ganz oldschool. Mit Atomraketen. So. Da stehen sie alle rum und tun nichts. Und die Artillerie hier muss die Sache lösen, erledigen. Und hat es nicht geschafft, war doch klar. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Wo ist meine Waffenfabrik hin? Ah, da ist. Ich dachte schon gerade, die wäre kaputt gemacht worden. Das wäre natürlich der Obergau gewesen. Kommt da noch was raus? Danke. So, ich gehe lieber hier rum. Da scheint mir weniger Gefahr zu lauern. Und dann gucken wir mal. Ich schicke die mal direkt hier hin. Ah, den geht es wieder nicht so gut. Ich schicke den mal wieder lieber ein bisschen weg. Ich würde das Teil halt mal kaputt machen, aber komm, so wichtig ist es nicht. Will er mich verarschen hier? Was schießen die jetzt von so weit? Was soll denn das? Was haben die doch sonst nicht gemacht? Die wollen mich echt... Jetzt habe ich einen Helix verloren, oder wie? Nee, noch nicht. Aber beinahe. Den müssen wir auch wieder zurückschicken. Schön, dass da mehrere gleichzeitig repariert werden können. Dann bleiben die mal da oben stehen. Was mache ich dann mit dieser Kacke hier? Einheit verloren. Ich schicke die mal da drauf. Wir haben ein Problem mit unserem. Was ist denn hier passiert? Warum? Ich verstehe das nicht. Da war wohl wieder irgendwie ein Bomben-LKW. Den die nicht aufhalten konnten. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Kriegen wir das beides kaputt? Natürlich nicht. Und wenn ich jetzt die Atomrakete darauf schicke... Ach so, immerhin, das Loch ist weg hier. Aber wenn ich hier jetzt eine Atomrakete drauf schicke, dann bleibt da ein Loch übrig. Das ist sowas von blöd, ey. Dummdi-dumm. Und da hilft es halt auch nicht, zuerst die Kommandozentrale zu zerstören. Die haben ihre Arbeiter immer überall. Oh oh, hoffentlich kriegen sie jetzt das Flugzeug noch klein. Jawohl. So geht das Flugzeug immer unter. Das klingt halt genauso, als wenn sie gerade eine Bombe abwirft. Die Maschine. So, ich habe mal ein paar Einheiten. Nicht viele, aber ein paar. Zwei Artillerien. Geil. Es sollten mal viel mehr sein. Düdü. Kommt mal da nach oben mit. Vielleicht können wir da irgendwie was ausrichten mal. So, das weg. Ist schon wieder da, die Waffenfabrik. Viel zu schnell. Kann doch nicht wahr sein. Ich warte jetzt. Ich mache erstmal die Kommandozentrale kaputt. Vielleicht hilft es ja doch irgendwie. Warum wären die sich nicht groß? Man weiß es nicht. Ich habe nur meine ganze Armee hier wieder verloren. Ich liebe es. Ich liebe es. Tja, mit Superwaffen kommt man nicht so weit hier. Deswegen brauchen wir ein paar mehr. Ja, irgendwo muss da Platz sein für den Scheiß. Da. Wollen Sie mich angreifen oder haben Sie Angst vor dem, da, was Sie in meiner Basis? Ich weiß nicht. Ich weiß ja, was es da ist. Was macht der jetzt? Wir faxen wieder. So, damit die immer wieder neu aufbauen dürfen. Aber diesmal, ach so, der baut das erst noch auf. Er braucht ja auch einen Moment.
Da kann man dem immer ein bisschen beschäftigen und dann haben sie mal einen Moment nichts, was sie bauen können. Wo, ja, ja, die haben da noch einen Waffenhändler, da noch eine Kaserne. Also sie haben alles immer doppelt. Das hilft dann auch nicht so viel. Da ist die Kaserne wieder weg. Der Waffenhändler hat es aber als Loch überlebt. Gegen meine Waffen ist kein Kraut gewachsen, General. Kraut sowieso nicht. Dumm, die, dumm, die, dumm. Ja, ja, ein paar Einheiten. Mit dem Infiltrator traut er sich irgendwie auch nicht mehr zu mir. Jo, das war's gleich für seine Kommandozentrale, schätze ich mal. Nee, eher nicht. Da bleibt wieder so ein blödes Loch übrig. Ich muss leider warten, bis dieser Artilleriebeschuss wieder verfügbar ist. Geht nicht anders. Tja, jetzt müsste man Platz haben. Habe ich aber nicht. So, wenn ich mit Helixen doch nur angreifen könnte. Aber die halten nicht viel aus. Ich denke immer, da kommt gerade so ein böser Bomben-LKW auf mich zu. Mann, ist das heiß. Ja. Brauchen wir noch eine kleine Atomrakete. Da unten passt bestimmt noch ein Reaktor hin. Jawollo. Alles geupgradet, oder? Ne, hier habe ich noch gar nichts. Dann wird es aber echt mal Zeit. Es ist ja kein Prinz Kassad. 51 Minuten bin ich schon dabei. Heftig. Wer hätte das gedacht vorher? Bisschen Verstärkung ranziehen. Warum sind die so schwach? Das sind normale Fehlungsgeschütze. Das sind doch keine besonderen Einheiten hier. Ganz schwache sind das. Einheit verloren. Weg da. Dieses Dingerstellung geht mir auch tierisch auf den Geist. Im Prinzip könnte ich da mal mit ein paar Helixen hin. Und dann da stehen bleiben. Mach die mal kaputt. Die geht mir total auf die Nerven. Kriegt der Klein, oder? Dankeschön. Einheit nur ein bisschen verloren. Beschädigt. Ich lasse mich jetzt hier nicht mehr zurückdrängen, vergesst es. Ich habe hier immer wieder Nachschub. Könnt ihr versuchen, wie ihr wollt. Das lasse ich nicht zu. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Jetzt hat er keine Chance. So. Mal gucken, ob das hier so weit kommt vielleicht. Dann kann das vielleicht ein bisschen mithelfen. Ansonsten... Wir haben eine Atomrakete. Regt mich diese Kaserne auch tierisch auf. Wow, was geht denn hier? Ich will es gar nicht sehen. Ich will es gar nicht sehen. So. Warten wir erstmal den Angriff ab. Jawohl, es kann echt abschießen. Aber so viel hilft das wahrscheinlich nicht. Weil jetzt trotzdem ein Loch übrig bleibt. Da muss ich nochmal eine ganze Atomrakete verschwenden dafür. Wir haben eine Atomrakete. Sag ich doch. Egal. Ich schnell, bevor es wieder aufgebaut wird. Jetzt gibt es nur noch uns beide. Zack. Sie und mich. So, ich glaube, ich schicke dir da mal was hin. Und die müssen irgendwie weiter weg. Ich weiß nicht, warum das hier ein Problem ist. So, dann machen wir da noch was weg. Damit die gar nicht groß dazu kommen, wieder aufzubauen. Von wegen. Natürlich kommen sie dazu. Ah, ist das nervig. Tief durchatmen, General. Guck mal, ich habe Verstärkung. Sag euch doch, das bringt euch nichts. Könnt euch nicht dagegen wehren, dass ich hier Stellung halte. Perfekt. Waffenhändler ist weg. Und wird gleich wieder aufgebaut. Ich weiß es. Haha, da hat sich da mal was gelohnt hier. So. Bauen wir doch noch eine kleine Atomrakete. Bei den ganzen Löchern braucht man eine Menge davon. Was macht der Bunker hier total unnötig? Da hilft er nicht mehr groß. Ja, ich glaube nicht. Aber es dauert halt echt lange. Ich wollte eigentlich nicht länger als eine Stunde für den brauchen. Aber es sieht ganz danach aus, weil ich einfach zu unbeholfen bin gegen ihn. Bin ich ja mal gespannt, wie ich mich gegen General Liang
schlage als Cyborg-General. Immerhin hat die nicht so viel Chemie, oder? Vielleicht hat er kein Geld mehr. Das wäre ja mal geil, wenn es das überhaupt gäbe. Dass er irgendwann kein Geld mehr hat. Da hat sich die Streuminen-Attacke durchaus schon gelohnt. Da sind einige zerstört worden. Und, schaffst du es? Auch den Waffenhändler bitte? Ah, diesmal nicht. Und die Kaserne ist auch nur ein Loch geworden. Und die Stingerstellung wird auch repariert. Ihr seid mal eins. Und dann versuche ich einfach mal einen Ausfall. Aber ich befürchte, das wird nichts. Das wird nichts. Ein bisschen Verstärkung ranziehen. Die Stingerstellung hier unten ist wenigstens weg. Weiterhin. Die kriegt er nicht wieder aufgebaut. Verloren. Oh, da gefällt mir das. Oh, da ist noch ein Radarwagen. Es gibt nichts Schöneres. Vorsicht, Vierlingsgeschütze. Mit dem geilen Feuer müssten wir doch vorankommen, oder? Vorsicht, da ist noch eine Stingerstellung. Mach mal das blöde Waffenhändler da weg, der nervt mich. Da kommt ständig Zeug raus. Boah, ist das Feuer... Ein Feuergaudi hier. Oh. Unsere Atomrakete, das war jetzt überraschend. Einheit verloren. Schnell weg damit. Noch bin ich unter einer Stunde. Der arme Arbeiter, der kommt gar nicht mehr zu irgendwas. So. Können wir hier noch ein bisschen was zerstören. Oh, die Kommandozentrale steht wieder. Schön. Gebt doch einfach auf, Mensch. Ihr habt doch verloren. Das war's mit den Drachenpanzern. Die stehen halt immer zu sehr im Feuer drin. Nur ein bisschen Verstärkung ranziehen. Das wäre jetzt wichtig, sich da zu behaupten. Bevor der denkt, er hätte doch noch eine Chance. Dann können wir einfach hier hinschicken. Kann sie direkt durchfahren. Einheit verloren. Eieieiei. Drachenpanzer wären nicht schlecht. Schieß mal da drauf. Die versuchen alles Mögliche hier. Es wird ihnen nur nicht helfen. So, da drauf. Die funktionieren halt ohne Strom auch. Weil die gar keinen Strom haben. Schnell die Stingerstellung noch weg. Die mag ich nicht. Nicht da nah rangehen, das ist gefährlich. Sehr gefährlich. Einheit verloren. Schon wieder eine Einheit verloren. Unsere Atomrakete ist bereit, General. Tada. Machen wir da noch was weg. Bis zum letzten Tropfen. Ich hätte vielleicht warten sollen, das wäre strategisch klüger gewesen. Hilfe! Hilfe! Zack. Kriegen wir alles klein, keine Sorge. Einheit die steht immer noch. Ah, das wird eng. Das wird eng. Schaffe ich das noch? Jawohl. Angriff. Was soll das schon wieder? So, weg damit. Ich will unter einer Stunde bleiben. Eine Minute habe ich noch. Eine Minute. Was fahren die mal da hoch, die Friedensgeschütze? Was versprechen die sich davon? Attacke, wir schaffen das, auch wenn wir viel zu wenige sind. Jetzt ist da Ruhe. Na also, jetzt haben wir es geschafft. Unsere Atomrakete ist bereit. So, machen wir da noch ein bisschen Ruhe. Und da noch ein bisschen Ruhe. Und dann haben wir es geschafft. Ganz knapp unter einer Stunde, aber heftig. Beim nächsten Mal gibt es dann endlich das Finale. Ein Palast noch. Aber den kriegen wir jetzt auch noch klein. Schießt, Jungs! Schnell! Ja, die sind immer gefährlich, diese Paläste. Nö, das ist nur der Grund, warum du jetzt verloren hast. Warum hat er nicht verloren? Deswegen. Das Video wird trotzdem über eine Stunde gehen, wahrscheinlich. Weil jetzt noch das Outro kommt.
Ich will jetzt nicht mittendrin abbrechen. Egal, ist ja egal, die paar Sekunden. Die paar Sekunden. Gut, dann bis zum nächsten Mal zum Finale. Tschüss.